Auf der Straße, die wir hier im Windkanal haben, die kommt sehr nah an die Realität ran. Dieser Kanal feiert ja in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Und über die gesamte Betriebsdauer haben wir immer von den Kollegen, die die Fahrleistungen und Verbräuche unserer Fahrzeuge ermitteln, sehr genaue Rückmeldungen bekommen, dass wir mit unseren CW-Prognosen gut liegen und sehr genau die Realität treffen. Für ein Elektrofahrzeug ist die Aerodynamik von wirklich fundamentaler Bedeutung. Die erste Eigenschaft ist, dass die sehr, sehr effizient sind, einen sehr hohen Wirkungsgrad haben. Und das bedeutet, dass sehr viel der Energie in der Batterie direkt in die Bewegung des Fahrzeugs einfließt, insbesondere dann eben in die Überwindung des Luftwiderstands. Die zweite Eigenschaft ist, dass man mit Elektroantrieben beim Bremsen rekuperieren kann. Somit gewinnt man Energie zurück, die man in die Beschleunigung des Fahrzeugs reingesteckt hat. Die Energie, die man in die Überwindung des Luftwiderstands reinsteckt, die kann man aber nicht zurückgewinnen. Deswegen muss man beim Luftwiderstand besonders darauf achten, dass er gering ist. Auf der technischen Ebene ist das Highlight natürlich, dass der CW-Wert von 0,21 ein neuer Meilenstein für Audi ist. Wir haben hier mit diesem Fahrzeug den aerodynamisch besten Audi aller Zeiten. Es fängt damit an, dass wir diesen sehr gut ausoptimierten steuerbaren Kühllufteinlass haben. Wir haben den virtuellen Außenspiegel. Wir haben die Air Curtains an der Front. Am Unterboden gibt es sehr, sehr viele unsichtbare Details, die zu dem Ergebnis beitragen. Die Anströmkörper an den Vorderrädern, dann die Luftauslässe für den steuerbaren Kühllufteinlass, der ganze Unterboden, wie optimal glatt und geschlossen der gestaltet ist, der Diffusor, der im Hinterwagenbereich die Strömung optimal aus dem Fahrzeugunterboden in den Nachlauf lenkt. Das sind viele kleine technische Details, die wir in das Fahrzeug reinentwickelt haben, die besonders sind. Computersimulationen sind für uns mittlerweile ein essentielles Standbein in der Aerodynamikentwicklung. Wir haben in der Entwicklung des A6 e-tron Sportbacks und des A6 e-tron Avant insgesamt Größenordnung 3000 Simulationen durchgeführt. Wir haben dabei in etwa 35 Millionen CPU-Stunden in Anspruch genommen. Die 3D-Visualisierung unserer Simulationsergebnisse ist in erster Linie dann für uns von Nutzen, wenn wir unsere Ergebnisse an Nicht-Aerodynamiker kommunizieren wollen. Und mit der 3D-Visualisierung können wir diese Ergebnisse viel verständlicher kommunizieren und vermitteln. Dieses Auto verkörpert die Aussage, dass Design und Aerodynamik sich nicht widersprechen müssen. Es ist natürlich grundsätzlich richtig, dass es einen potenziellen Zielkonflikt zwischen Designern und Aerodynamikern gibt. Ich muss aus meiner Erfahrung hier bei Audi sagen, dass ich unsere Designer als sehr progressive, sehr fortschrittsorientierte Mitstreiter erlebe und dass sie selber daran interessiert sind, mit ihrer neuen Formensprache Effizienz zum Ausdruck zu bringen. Wir Aerodynamiker, wir verantworten letztendlich kein einziges Bauteil an diesem Fahrzeug, sondern wir sind die Ideengeber, wie die Bauteile zu gestalten sind. Und es gab sehr, sehr viele Bauteilentwickler, die es ermöglicht haben, dass unsere Ideen umgesetzt werden konnten. Wenn wir zurückdenken an die Stromlinienfahrzeuge der Autounion der 1920er, 30er Jahre, dann in der jüngeren Vergangenheit 1982 kam der Audi 100 C3 als CW-Weltmeister auf den Markt und jetzt der A6 e-tron Sportback reiht sich in diese Historie ein mit seinem CW-Wert von 0,21. Wir haben hier in unserem Archiv noch den ursprünglichen Versuchsbericht aus der Entwicklung des Audi 100 C3, dem damaligen CW-Weltmeister. Und in diesem Bericht kann man sehr, sehr schön sehen, wie die Kollegen von damals systematisch, methodisch, ganz fundiert, wissenschaftlich fundiert vorangegangen sind. Here in the wind tunnel, we effectively do a simulation of the driving conditions on the road. And this year, this wind tunnel is celebrating its 25th anniversary. Our colleagues who are responsible for the performance and fuel consumption of the vehicle
always give us very good feedback that our predictions of drag match their expectations. The fundamental difference between electric powertrains and internal combustion engine powertrains is that electric powertrains are much, much more thermally efficient. And for that reason, a much higher proportion of the energy in the battery goes into moving the vehicle and therefore overcoming wind resistance. A further essential fact of electric mobility is that electric powertrains are able to recuperate energy during braking. This means that only a part of the energy which is required to accelerate the vehicle actually gets lost. Some of it can be retrieved. The highlight of the A6 e-tron for me is, of course, at the most fundamental level, that we've achieved this really, really good drag coefficient of 0.21, the best of any Audi vehicle ever. It begins with the active inlet shutters at the front of the vehicle. It continues with the air curtains at the sides. Then we have the virtual mirror. The details in the underbody begin at the front of the vehicle. We have the air deflectors upstream of the front wheels. We have the aerodynamically optimized outlet for the cooling air. The whole underbody is, of course, very flat. It's almost completely closed. With the PPE platform, we were able to realize a very efficient diffuser in the rear end of the vehicle. All of these little details contribute to this fantastic end result. Over the course of the development process of the A6 e-tron Sportback and Avant, we did approximately 3,000 simulations. These 3,000 simulations used approximately 35 million CPU hours. All of these simulations were used hand in hand with the wind tunnel optimization. Currently, I would say that modern aerodynamics development is not possible without the use of computer simulations. The use of 3D visualization for aerodynamics is particularly helpful when we want to communicate our results to non-aerodynamicists. We can explain them much more understandably if we use 3D visualization. It's of course in some sense true that there is a fundamental conflict between design and aerodynamics, but I here at Audi over quite a number of years have experienced something different. I experience our designers as people who are very, very interested in progressive technologies, and in the case of this vehicle, they're interested in efficiency and in expressing this efficiency in the aesthetics of the vehicle. I think the important thing to understand is that we aerodynamicists, we are actually not responsible for one single part on the vehicle. There are many, many colleagues in the Technical Development Center who are responsible for all of the parts that we influence as aerodynamicists. And there are many of them who helped us during the development of this vehicle to realize our ideas to make the car efficient. Audi, of course, has a long-standing tradition of aerodynamics development in its history. We think back to the 1920s and 30s, to the streamlined vehicles of Auto Union. Then in more recent history, 1982, the Audi 100 C3 came onto the market as the drag coefficient world champion. And now, in this year, we have the Audi A6 e-tron Sportback, which is part of this tradition with its drag coefficient of 0.21. Here in the Wind Tunnel Center, in our archives, we found the original technical report of the development of the Audi 100 C3. In this report, we see how thoroughly and systematically the colleagues of the time went about doing the optimization of that vehicle.
Radspoiler entfällt von der Wand und diese Seite kommt bis dahin. Okay. Das Stellelement für die, für den. Hier sind die Nasen, also der Reservenumbruchspoiler kommt so rein und dann hier wird. Wird dann verschraubt. Hier befestigt wird in dieser Mulde. Das ist tatsächlich alles da. Okay. Dann wird der Mikrofon da auch viel länger. Ja. I will lift a little bit up the car so we can see what happened here in the front. Okay, we have the integrated foot